Donna Werner aus Connecticut in den USA ist bekennender Royals-Fan. Als erfahrene Zuschauerin königlicher Hochzeiten und Jubiläumsfeiern ist sie begeistert, bei ihrer ersten Krönung in London zu sein. Wir flippen aus. Wir sind wirklich begeistert. Das ist ein so einmaliges Erlebnis. Freut sich Werner, während sie sich von ihrem Hotel aufmacht, um zum Buckingham Palace zu gehen, wo sie sich einen Platz in der ersten Reihe sichern will. Sie campt dort, um dabei zu sein, wenn König Charles am Samstag offiziell gekrönt wird, und schließt sich einer Handvoll der glühendsten Unterstützer der britischen Royals an, die ihre Zelte entlang der Route der Krönungsprozession aufschlagen. Das erste Mal, dass ich zu einer königlichen Veranstaltung kam, war zur Hochzeit von Fergie und Andrew. Und das war, glaube ich, 86 oder 87. Und eigentlich war ich damals schwanger, aber ich kam trotzdem. Und danach kam ich auch zu Will und Kates Hochzeit und zu der von Harry und Meghan und zu einigen Jubiläen und Geburtstagen der Queen. Es ist ganz einfach, niemand macht das so wie die Briten. Der ganze Pomp und der Rahmen. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben so etwas in den Staaten nicht. Es läuft gut für Werner. Er bringt sie einen Bauarbeiter dazu, ihre Campingausrüstung zu tragen. Und dann erhascht sie einen unerwarteten Blick auf König Charles, der in seinem Auto vor dem Buckingham Palace vorbeifährt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Hast du gesehen, dass der König vorbeigefahren ist? Und jemand anderer war mit ihm im Auto. Es war nicht Camilla. Und man hat uns zugezwinkert. Ich dachte, oh mein Gott, es ist passiert, wirklich. Und im Zelt, es ist ein so schöner Tag. Und heute Nacht soll es eine Probe der Krönung geben. Das Märchen wird lebendig, wenn der König und die Königin nach der Zeremonie in dem Buckingham Palace zurückkehren, wenn sie in der 260 Jahre alten goldenen Staatskutsche vorbeifahren und an einer Parade mit 5000 Männern und Frauen der britischen und der Commonwealth-Streitkräfte teilnehmen. Neben ihrem Zelt hat Werner eine amerikanische Flagge und ein Schild mit der Aufschrift »US loves King Charles« aufgehängt. You know, Westminster Abbey. Stell dir die Westminster Abbey vor. Da wurden in den letzten 1000 Jahren 62 Könige und Königinnen gekrönt. Gleich da drüben. Und wir sind hier. Da bekommt man ja wirklich echte Gänsehaut.